Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und heute geht es um den Film Neighbor. Ja, ich habe heute eine Review für euch, wo ich diesen Film ganz gerne besprechen möchte. Der Film ist aus dem Jahr 2009. Die Regie wird geführt von Robert A. Massantonio, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Und in den Hauptrollen sind America Olivo und Christian Campbell. Ja, der letzte, den ich euch gerade genannt habe, Christian Campbell, ist tatsächlich auch sogar der große Bruder von Neve Campbell. Ja, diese kennt ihr ja natürlich aus Scream, beziehungsweise als Sydney in Scream. Und fand ich auch wirklich cool, dass da dort ja, in Neighbor einfach mal der große Bruder mitspielt, weil ich bin großer Scream-Fan und dann halt einfach mal von Sydney so gesehen selbst den großen Bruder mal kennenzulernen, ist natürlich auch eine coole Sache. Ja, Neighbor von 2009 ist ein Film, der ist in Deutschland sowieso indiziert. Den bekommt ihr in der größten bzw. in der längsten Fassung des Films eigentlich nicht in Deutschland. Der ist hier um ganze, glaube ich, 4 Minuten, hatte ich gelesen, geschnitten und ja, wenn ihr diesen Film haben wollt, beziehungsweise wenn ihr diesen Film sehen wollt, dann geht das wahrscheinlich nur über Österreich, wenn ihr euch da diesen Film besorgt, weil hier, wie gesagt, hier in Deutschland werdet ihr diesen Film in der Uncut-Fassung womöglich nicht finden. Ja, Neighbor. Da werde ich euch dann natürlich erstmal erzählen, worum es in diesem Film geht. Dann kommen wir natürlich wieder aufs Positive und das Negative und danach sage ich euch, was ich von diesem Film generell gehalten habe und dann bekommt ihr noch eine Punktewertung. Wie immer eigentlich, ne? Und dementsprechend, ja, in Neighbor geht es darum, dass ein junger Mann, dieser gespielt von Christian Campbell, eine Band hat. Mit dieser Band möchte er eine Party veranstalten, eine Hausparty, weil sich dieses Aufnahmestudio von der Band selbst ist in dem Keller selbst des Hauses und oben wollen sie dann diese Party feiern. Und dort auf dieser Party kommt es dann dazu, dass eine Frau, welche bisher noch nicht identifiziert werden konnte, weil die drei jungen Männer kannten sie noch nicht. Dort kommt dann diese besagte Frau hin und metzelt so gesehen alles Mögliche ab, was ihr auch nur in den Weg kommt. Ja, das ist die Geschichte von Neighbor, wenn man das Geschichte nennen kann, weil da werde ich dann auch auf einige Punkte dann, sage ich mal, rauskommen, was ich davon halte, beziehungsweise was ich davon nicht halte. Und was ich euch schon mal da spoilern kann, von der Story halte ich erstmal überhaupt gar nichts. Aber da kommen wir dann später zu. Erstmal würde ich sagen, gehe ich erstmal auf das Positive ein. Und positiv muss ich als allererstes mal hervorheben, ist wirklich die wunderschöne America Olivo. Ja, diese kennt man eigentlich aus gar nicht so vielen Filmen. Sie spielt mal zwischendurch in Nebenrollen, wie zum Beispiel in Alexandra Ajas Maniac mit oder auch zum Beispiel in Kitamuras No One Lives, welcher auch bald auf meinem Kanal hier besprochen wird. Dort spielt sie dann zum Beispiel kleinere Rollen. Aber hier in Neighbor von 2009, da spielt sie eine der großen Rollen, beziehungsweise da spielt sie so gesehen die Hauptrolle. Und in dieser Hauptrolle finde ich, dass sie dann doch ganz gut glänzen kann. Also wenn man das Glänzen nennen kann. Ich finde, dass das Schauspiel in diesem Film wirklich sehr, sehr unterdurchschnittlich ist. Also wirklich eigentlich schon ziemlich schlecht ist. Aber America Olivo, die bringt dann doch die Killerin, indem sie halt die Antagonistin spielt, bringt sie doch wirklich richtig gut rüber. Natürlich, in diesem Film, sage ich mal, mit einem Schnitt und sowas, der nicht gut ist, alles halt wirklich auf B-Movie gemacht ist, kann eine Schauspielerin, selbst wenn sie eine richtig gute Performance abgibt, meistens nicht glänzen, weil da muss halt einfach das Gesamtbild stimmen, ne? Da muss der Schnitt passen, da muss generell die Atmosphäre passen, generell der Film muss einfach generell auf einem hochwertigen Niveau sein, damit eine Schauspielerin, sage ich mal, richtig was abreißen kann. America Olivo hat trotzdem, finde ich, ziemlich herausgestochen und sie wirklich als Killerin hat das Ganze gut gemacht, weil sie spielt da wirklich so diese, ja, diese junge Frau, die dann wirklich Spaß daran hat, irgendwie die Leute zu töten und bringt das Ganze dann halt auch wirklich ziemlich herzlich rüber. Also sie bleibt eigentlich durchgehend nett, sie bleibt durchgehend sachlich, ist nicht viel am Beleidigen oder sowas, sondern sie hat wirklich einfach Spaß an der Sache, die Leute zu töten. Und wie sie das rübergebracht hat, fand ich doch wirklich eigentlich ganz charmant, wirklich eigentlich ganz cool, war gut anzusehen. Und deshalb auf jeden Fall der erste positive Punkt geht da an America Olivo, die wirklich meines Erachtens nach eine gute Performance abgegeben hat. Ja, dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, warum Neighbor halt eigentlich ein Film ist, den sich Leute angucken, die eher auf härtere Kost stehen. Das heißt, Neighbor ist eine absolute Schlachtplatte. Das kann ich euch schon mal vorweg sagen. Also das ist nicht ohne Grund, sage ich mal, ein Film, der in Deutschland nur in der Cut-Fassung erschienen ist. Nee, Uncut ist dieser Film wirklich eine Wucht.
zumindest was das Brutale angeht. Wir haben da Szenen, sage ich mal, wo dann America Olivo als Killerin ihre Opfer zum Beispiel mit einer Bohrmaschine, dann sage ich mal, den Zeh absägt oder ab, ne, ihr wisst schon, ne, mit der Bohrmaschine auf jeden Fall durchbohrt und dann trotzdem diese Bohrmaschine dann noch bewegt, sodass die Zehen so abfleddern und dann noch mit der Bohrmaschine mit Stichen ins Bein oder dann gab es da eine Szene, die fand ich wirklich extrem brutal, da wusste ich aber schon, die wird auf jeden Fall kommen, weil ich davon schon mal ein Bild gesehen hatte. Mit einer Szene, wo eine Frau, sage ich mal, die Säge, mit, also so eine normale Säge, die man per Hand so sägt, kriegt die dann hier hingedrückt, so zwischen die, ja, in den Mund rein, sage ich mal, dann wird die so gesägt und dann wird immer weiter in den Kopf reingesägt. Und das siehst du alles. Also da hat der Regisseur, Massantonio, genau so hieß er, hat da wirklich sich nicht lumpen lassen, um alles wirklich zu zeigen. Und das sind nur ein paar Szenen von diesen vielen Szenen, sage ich mal, die da wirklich vorkommen, die wirklich brutal sind. Und gerade für, sage ich mal, ja, Leute, die wirklich Bock haben auf harte Kost, ist Neighbor, würde ich sagen, eine gute Empfehlung, weil das ist, ja, vielleicht ein Film, der wahrscheinlich in der Top 15 ist, der härtesten Filme, die ich bisher so gesehen habe. Und demnach, also ich war da wirklich erstaunt, wie brutal der ist, aber ja, eigentlich hätte ich gar nicht so erstaunt sein sollen, weil mittlerweile sind ja sehr viele brutale Filme auch ab FSK 18 frei. Aber ja, Neighbor ist, glaube ich, ein Film. Nee, keine Chance, dass der nochmal neu geprüft wird und irgendwie hier ab FSK 18 uncut freikommt, glaube ich nicht dran. Demnach, wie gesagt, müsst ihr diesen Film dann, wenn ihr den gucken wollt, wahrscheinlich aus Österreich besorgen oder generell aus dem Ausland. Österreich ist natürlich die beste Alternative, weil da natürlich dann deutscher Ton bei ist. Aber ja, absoluter Wahnsinn, also was da für eine Gewalt ja, drin vorkommt. Also war ich wirklich sehr erstaunt. Und dann, obwohl dieser Film eigentlich sonst so bis auf die Gewalt nicht wirklich so viel zu bieten hat, hat dieser Film wirklich ein gutes Pacing. Also ich finde, dass in diesem Film wirklich durchgehend irgendwas passiert, was schon interessant ist. Und deshalb kommt es mir so vor, als wenn dieser Film wirklich im Flug umging. Ich meine, er hat natürlich auch nur eine Laufzeit von 87 Minuten in der Uncut-Fassung. Aber ich muss trotzdem sagen, es gibt auch ein paar Filme, die gehen dann nur, ja, was weiß ich, diese 90 Minuten oder sogar weniger. Selbst die können sich teilweise ziehen. Das ist bei Neighbor nicht der Fall und ich finde halt einfach, dass der Film das vom Pacing her eigentlich ganz gut macht. Und das war tatsächlich auch schon das Einzige, was ich positiv erwähnen kann in diesem Film. Ja, das waren ein paar Sachen, die ich jetzt so genannt habe, aber das meiste überwiegt auf jeden Fall im Negativen, ganz klar. Erstmal ist der Film natürlich ein B-Movie, darauf muss man sich einstellen. Das möchte ich dem Film auch gar nicht ankreiden, dass er irgendwie Low-Budget ist. Aber es gibt halt auch Low-Budget-Filme, was weiß ich, wie ein, nehmen wir jetzt einfach mal ein Paranormal Activity oder Terrifier 2 oder sowas. Das sind Filme, die können dann trotzdem noch eine Geschichte erzählen, die erzählen dann wirklich noch was. Neighbor macht das nicht. Neighbor hat erstmal einen brutal schlechten Schnitt, wirklich, wie da zwischendurch gecuttet ist, ist komplett wirr. In manchen Szenen wird er viel zu langsam gecuttet, in manchen anderen Szenen dann viel zu schnell, wo ich mir dann dachte, da kommt überhaupt gar kein guter Filmfluss bei raus. Irgendwie komisch, sich das Ganze anzusehen. Und dann kam es mir auch noch so vor, als wenn irgendwie ein paar Kameraeinstellungen völlig aus der Luft gegriffen sind. Da waren Kameraeinstellungen bei. Auf einmal wird er aus verschiedenen Winkeln gefilmt, wo ich mir dachte, warum jetzt aus diesem Winkel? Das sah wirklich teilweise katastrophal aus, warum man da nicht einfach ganz normal drauf filmt, sage ich mal so, was man da zeigen möchte. Nee, man filmt dann von oben so aus dem Deckenwinkel oder irgendwie da drauf und dann mal von unten auf die Gesichter drauf, sag ich mal. Das war wirklich teilweise ein bisschen komisch und ich finde, das ja, ist natürlich dem Regisseur zu verschulden, dass diese Kameraeinstellungen natürlich gewählt wurden. Er gibt natürlich dem Kameramann dann seine Befehle, sage ich mal, wie er diese Kamera einstellen soll. Und nee, also das ging, finde ich, gar nicht. Und ja, dazu kommt dann natürlich auch noch, dass der Film halt wirklich relativ schlechte Dialoge hat. Der Film hat rein gar nichts zu erzählen, ganz einfach. Anders kann man es nicht sagen, der Film hat nichts zu erzählen und dann kommen solche Dialoge zustande, die hast du dann, was weiß ich, nachmittags 15 Uhr bei Mitten im Leben in, auf RTL. Solche Dialoge kommen davor und ja, ist hart gesagt, aber anders kann ich das nicht beschreiben, weil, wie gesagt, ich sag's nochmal, der Film hat nichts, rein gar nichts zu erzählen.
Ja, dann kommt es natürlich auch noch dazu, dass ich, wie ich schon sagte, America Olivo als Schauspielerin eigentlich ziemlich cool fand in dem Film. Die hat das Ganze gut gemacht. Aber der Rest, auch Christian Campbell, der große Bruder von Neve Campbell, nein, ging gar nicht. Also, da waren wirklich Schauspieler bei, wo ich mir dachte, die gucken da in die Leere, die sagen irgendwas ohne Emotionen, ob im Englischen oder auch mit der deutschen Synchronisation, es ist egal, ich habe beides überprüft. Es kommt einem wirklich so vor, als wenn das Schauspieler sind, die haben noch nie vor der Kamera gestanden, wollten da jetzt aber auch mal in diesem Film dabei sein. Das ist bei den meisten wahrscheinlich nicht der Fall, bei manchen schon. Ich habe da jetzt nicht jeden Schauspieler rausgekramt, habe geguckt, was der schon für Filme gemacht hat. Nee, aber es kam einem wirklich so vor, als wenn das irgendwie Erstlinge sind, die dann zum ersten Mal in dem Film sind. Und ja, was soll ich dazu sagen? Schade, dass auch ein Christian Campbell, der große Bruder von Neve Campbell, das Ganze auch nicht besser hinbekommen hat. Auch irgendwie ein Charakter, beziehungsweise ein Schauspieler, der da irgendwie fehl am Platz war und dem Film, würde ich sagen, eher geschadet hat. Dann haben wir aber auch natürlich das Schauspiel, was ich da nochmal ganz, ganz separat betrachten möchte, während, sage ich mal, Leute gefoltert werden. Christian Campbell zum Beispiel als Hauptcharakter wird auch in einer Szene, beziehungsweise, oder in zwei, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber er wird auch gefoltert. Und während er gefoltert wird, während er, sage ich mal, zum Beispiel ins Bein irgendwie reingebohrt bekommt oder, sage ich mal, irgendwas aufgeschlitzt bekommt, dann wird immer mit der Kamera, ja, mit der komplett beschissenen Kameraeinstellung, wird dann auf sein Gesicht gefilmt und dann siehst du, wie er am Acten ist und schreit dann so, überhaupt nicht glaubwürdig. Und das fand ich wirklich, boah, das war so unter aller Sau. Gerade mal, wirklich, wenn da Leute gefoltert wurden, wie die dann geactet haben, während sie gefoltert wurden, das war so unglaubwürdig. Es war wirklich so dermaßen schlecht, dass ich das Ganze halt wirklich so ziemlich sogar lächerlich fand, also was da teilweise geboten wurde. Ja, und wie ich schon sagte, der Film hat auch keine, nicht richtig was zu erzählen. Der hat keine Story, der Film. Es geht einfach darum, dass halt einfach drei junge Erwachsene, sage ich mal, oder sagen wir mal mittleren Alters oder sagen wir um die 30 Jahre alt, die wollen eine Party machen, haben dann eine Band, dann kommen Leute auf die Party und schon vorher geht das Massaker da los. Mehr erfährst du nicht. Du erfährst rein gar nichts über die Charaktere. Du weißt nicht, wer die Killerin ist, du weißt nicht, warum die Killerin das macht, auch wenn eine America Olivo das Ganze, finde ich, ganz gut macht. Aber ich finde, du erfährst nichts. Du weißt nicht, was das für Charaktere sind. Du kannst dich nicht mit denen identifizieren, du kannst dir nicht denken, warum machen die das oder so. Nein, du erfährst es nicht. Du weißt auch nicht, wer die Hauptprotagonisten sind. Das heißt, unsere Bandmitglieder. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es wurde nie erzählt und es ist halt einfach wirklich ganz, 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 ganz schlecht durchdachte, ein ganz, ganz schlecht durchdachtes Skript, weil, wie gesagt, du musst halt auch ein bisschen Information geben, wer diese Charaktere überhaupt sind. Und das gibt dieser Film überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz schlecht, finde ich. Und ja, demnach, also ich finde einfach, der Film bietet bis auf Gemetzel und Folter überhaupt gar nichts. Das Gemetzel und die Folter und sowas, das ist halt alles wirklich gut gemacht. Alles schön mit praktischen Bluteffekten, wirklich mit Wunden und sowas, die komplett echt aussehen. Alles tipptopp, aber habe ich ja schon gesagt in meinen positiven Aspekten. Aber sonst bietet der Film nichts. Also wenn ihr da wirklich eine Schlachtplatte haben wollt, wo ihr euch denkt, boah, ich habe richtig Bock mal auf so einen Film, der wirklich mal harte Szenen bietet, dann ja, kann es natürlich sein, dass euch dieser Film dann so gefällt. Aber sonst, schauspielerisch, von der Story her, vom Bild generell, auch von den Kameraeinstellungen, es bietet überhaupt gar nichts, außer halt wirklich einfach harte Szenen. Und mehr kann ich dazu diesem Film auch nicht sagen. Ja, dann kriegt ihr natürlich noch eine Punktewertung. Und ich finde, die Punktewertung ist natürlich auch gerechtfertigt, weil, wie gesagt, es ist eigentlich kein guter Film. Aber mit wirklich coolen Bluteffekten und wirklich mit harten Kills gebe ich diesem Film dann einfach noch 4 von 10 möglichen Punkten. Ich glaube, damit ist er gut bedient. Das ist dann halt wirklich ein schwacher Film im Gesamten. Und ja, damit bin ich dann raus mit meiner Review zu Neighbor. Ja, wie gefällt euch der Film? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst doch gerne ein Like oder einen netten Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.